Herzlichen Dank für die freundliche Einführung und die Einladung hier nach Linz. Wir haben ja eine gute Forschungskooperation zum Gedenk- und Lernort Schloss Hartheim und kommen auch gerne mit Studierenden der Medizin von München hierher an diese innovative Gedenkstätte. Und insofern ist es mir eine besondere Freude, hier sprechen zu dürfen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Thema der gute Tod, Übersetzung des griechischen Begriffes Euthanasie, ist in der aktuellen Diskussion in aller Munde. Und ich kenne jetzt natürlich die österreichische Situation nicht so gut wie die deutsche, aber es wird immer wieder um die Frage gestritten, inwieweit ärztliche Sterbebegleitung, ärztliche Sterbehilfe oder auch nichtärztliche dazu übergehen sollte, auch den Tod herbeizuführen, zu verursachen. Wir haben in Deutschland beispielsweise im letzten Jahr den ehemaligen Hamburger Justizsenator Roger Kusch mit seiner Sterbehilfeorganisation Kusch e.V., der verschiedenen Menschen, die nicht mehr leben wollten, Beihilfe zum Suizid geleistet hat, unter anderem einer Frau Bettina Schad aus Würzburg, die gar nicht mal an einer unheilbaren Erkrankung gelitten hat, aber mit 79 Jahren Angst hatte, irgendwann in ein Pflegeheim zu müssen und interessanterweise auch gesagt hat, wenn man es genau nimmt, ich kann nicht sagen, dass ich leide. Trotzdem hat sie sich von Kusch dabei helfen lassen, ihrem Leben ein Ende zu setzen. Etwas länger zurück liegt der Fall von Ramon Sampedros, 1998 in Spanien. Er kämpfte vor Gerichten für ein selbstbestimmtes Sterben nach 25 Jahren mit einer hohen Querschnittslähmung im Bett liegend und erhielt schließlich von einer Freundin Cyankali. Hier auch nur ein Zitat, ein Schlaglicht auf die aktuelle Debatte. Gibt es etwas Absurderes, das hat er in einem Buch geschrieben, als einem Kadaver zuzuhören, der leidenschaftlich redet wie ein Mensch, wenn er weder Kälte und Wärme noch Lust und Schmerz spüren kann? Sie sehen an diesen Beispielen, dass die Frage der Euthanasie etwas sehr Subjektives hat. Dann möchte ich noch erwähnen, auch das eine intensive Diskussion in Deutschland, die Frage der Einstellung der künstlichen Ernährung bei Menschen im Wachkoma. Hier stellt sich die Frage, ob die künstliche Ernährung noch von dem mutmaßlichen Willen der Betroffenen gedeckt ist oder nicht eingestellt werden soll. Die Neurorechtsprechung in Deutschland geht dahin, dass dem mutmaßlichen Willen oder einer möglichen Patientenverfügung Folge zu leisten ist. Auch hier nochmal ein Beispiel. Alexander Nicht, 20 Jahre, sportlich, erlitt 2002 ein schweres Schädel-Hirntrauma mit anschließendem apallischen Syndrom. Die Mutter berichtete, dass er gesagt habe, dass er auf keinen Fall künstlich am Leben erhalten werden möchte, wenn er sich nicht mehr bewegen könne. Die Mutter hat dann vor Berliner Gerichten die Einstellung der künstlichen Ernährung durchgesetzt. Hier nochmal ein Überblick, was diskutiert wird unter dem Begriff der Euthanasie. Zunächst mal die aktive Sterbehilfe, Tötung auf Verlangen, sowohl in Deutschland und wenn ich recht sehe, auch in Österreich, ein strafrechtlich zu verfolgendes Delikt. Davon zu unterscheiden die passive Sterbehilfe, die Einstellung oder der Verzicht auf lebensverlängernde Maßnahmen. Dann wichtig noch die Frage der freiwilligen Euthanasie, also der Euthanasie auf ausdrücklichen Wunsch der Betroffenen hin, zu unterscheiden von der nicht freiwilligen Euthanasie. Das sind eben Menschen, die sich nicht mehr äußern können. Hierzu
gehörend auch die sogenannte Früheuthanasie, die Frage der Lebensbeendigung bei schwerbehinderten Neugeborenen. Und dann schließlich in Deutschland heftig umstritten der assistierte Suizid, das, was Roger Kusch in Deutschland praktiziert, was eben auch in der Schweiz von der Sterbehilfeorganisation Dignitas praktiziert wird und insbesondere auch von Deutschen und Österreichern genutzt wird. In Deutschland ist die Beihilfe zum Suizid ja kein Straftatbestand. Ich glaube, in Österreich ist das der Fall, wenn ich richtig informiert bin. Gleichwohl ist der ärztlich assistierte Suizid mit dem deutschen Standesrecht nicht vereinbar. Der Begriff Euthanasie wird zumindest in Deutschland sehr ungern gebraucht, obwohl er sich im internationalen Sprachgebrauch etabliert hat für diese Fragen der Sterbehilfe. Das hat seinen geschichtlichen Grund in der historischen Erfahrung der NS-Euthanasie, die sie hier in Österreich, genauso wie wir in Deutschland, erlebt bzw. aus der Perspektive der Opfer erlitten haben. Das ist das Thema dieser Vorlesungsreihe und ich gebe Ihnen hier nur einige kleine Schlaglichter. Nochmal der sogenannte Gnadentod, Erlass die Euthanasieermächtigung von Adolf Hitler an seinen Begleitarzt Karl Brandt und den Leiter der Kanzlei des Führers Philipp Buhler, sind unter Verantwortung beauftragt, die Befugnisse namentlich zu bestimmender Ärzte so zu erweitern, dass nach menschlichem Ermessen unheilbar Kranken bei kritischer Beurteilung ihres Krankheitszustandes der Gnadentod gewährt werden kann. Gnadentod, Euthanasie, Euthanasieaktion, E-Aktion, all dies Kürzel für das, was dann zwischen 1939 und 1945 im deutschen Herrschaftsgebiet geschehen ist. Etwa 300.000 psychisch kranke und geistig behinderte Menschen wurden als lebensunwertendes Leben vernichtet. Davon 18.000 und, wenn man die Opfer aus den Konzentrationslagern hinzuzählt, noch mehr im Schloss Hartheim, heute Gedenk- und Lernort, hier eine historische Abbildung. Eine der Aktionen war die Aktion T4, die Erfassung und Vernichtung der Anstaltspatienten, der Patienten in Heil- und Pflegeanstalten hier in Österreich besonders intensiv und radikal durchgeführt. Wenn ich richtig sehe, sind etwa 60% der österreichischen Anstaltspatienten Opfer der Aktion T4 geworden, 1939 bis 1941. Die Details werden Ihnen im Laufe dieser Vorlesungsreihe noch deutlich gemacht. Mein Thema ist heute die Vorgeschichte, die Frage, woher kommt der Begriff der Euthanasie? Was hat es mit dem Konzept von Euthanasie auf sich? Wie lässt sich das historisch einleiten und wie lässt sich das erklären, dass in der Zeit des Nationalsozialismus diese Krankenmorde stattfinden konnten? Zunächst Euthanasie. In der griechisch-römischen Antike der Begriff steht für einen leichten und schmerzlosen, ebenso wie für einen würdigen und ehrenvollen Tod. Ein Bezug zur ärztlichen Lebensverkürzung ist mit dem Begriff der Euthanasie in der Antike jedoch nicht gegeben. Zwar hat der Hippokratische Eid die ärztliche Beihilfe zur Selbsttötung verboten. Allgemeingültigkeit konnte dieses Verbot jedoch nicht beanspruchen.
Wir müssen davon ausgehen, dass es Fälle ärztlicher Lebensverkürzung in der Antike gegeben hat, hier dargestellt im Tod des Seneca. In der christlichen Tradition spielte dann das Konzept eines guten Todes jedoch keine Rolle. Der Tod galt hier als der Sünde Sold, als Mahnung der Vergänglichkeit und Vergeblichkeit der weltlichen Existenz des Menschen. An die Stelle der antiken Ars Moriendi, der Kunst des gelungenen Sterbens, trat das Memento Mori, das Bewusstsein eines jederzeit möglichen, der Macht des Menschen entzogenen Todes. Memento Mori erinnerte den mittelalterlichen Menschen daran, sein Heil nicht im Diesseits zu suchen, sondern sein irdisches Leben auf das Heil der Seele in der Ewigkeit einzurichten. So verwundert es nicht, dass der Begriff der Euthanasie in der christlich-mittelalterlichen Tradition überhaupt nicht vorkommt, sich nicht nachweisen lässt und dann erst in der Neuzeit wieder aufgetaucht ist, etwa bei Francis Bacon in seiner Schrift über den Stand und den Fortschritt des Wissens von 1605. Hier erhält Euthanasie den Charakter einer spezifisch ärztlichen Pflicht, Euthanasia exterior. Die äußere Euthanasie ist die Aufgabe des Arztes, einen möglichst sanften Übergang vom diesseitigen in das jenseitige Leben zu ermöglichen, unter anderem durch schmerzlindernde Medikamente. Euthanasia interior hingegen meint bei Bacon den seelischen Sterbebeistand. Dennoch blieb dieses Aufleuchten des Begriffs der Euthanasie weitgehend ohne Resonanz in der ärztlichen Literatur. Und erst Ende des 18. Jahrhunderts wurde der Begriff Euthanasie zu einem ärztlichen Begriff. Für den niederländischen Medizinprofessor Nicolaus Paradies ist Euthanasia naturalis, Zitat, die Kunst, den Tod so leicht, so verträglich wie möglich zu machen, wobei auch schwächende Medikamente zum Einsatz kommen sollen. Ohne dass jedoch, und das ist entscheidend, der Faden des Lebens abgeschnitten werden dürfe. Das Bild des an einem Faden hängenden Lebens macht deutlich, wie schwierig auch heute noch die Abgrenzung von Euthanasie und Lebensverkürzung bzw. Tötung sein kann. Dieser offiziellen Lehrmeinung stand seit dem 16. Jahrhundert interessanterweise eine in der Bevölkerung Europas weit verbreitete Praxis der Lebensverkürzung bei Sterbenden gegenüber, zum Beispiel das Kopfkissen wegzuziehen, wodurch der Betreffende schneller sterben sollte, die Venen ausbluten zu lassen oder auch den Sterbenden zu ersticken. Diese Praxis ist jedoch mehr durch den Glauben bedingt gewesen, dass sich dadurch die Seele schneller vom Körper lösen könne. Erst in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts sind dann Fälle in der Literatur nachweisbar, wo sich zwei deutsche Ärzte zur lebensverkürzenden Euthanasie, also zur Anwendung von Opium, bei unheilbar kranken Patienten mit Krebsleiden bekannt haben. Vor diesem Hintergrund praktizierter Euthanasie ist die stark formulierte Gegenposition von Christoph Wilhelm Hufeland zu sehen, dem Leibarzt Goethes und einem der bekanntesten Ärzte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, der 1806 vor einer absichtlichen Lebensverkürzung warnte. Zitat: Wenn ein Kranker von unheilbaren Übeln gepeinigt wird, wenn er sich selbst den Tod wünscht, wie leicht kann da selbst in der Seele des Bessern der Gedanke aufsteigen, sollte es nicht erlaubt, ja sogar Pflicht sein, jenen Elenden etwas früher von seiner Bürde zu befreien. So viel Scheinbares ein solches Resonnement für sich hat, so sehr es selbst durch die Stimme des Herzens unterstützt werden kann, so ist es doch falsch. Und eine darauf gegründete Handlungsweise würde im höchsten Grade Unrecht
und strafbar sein. Sie hebt geradezu das Wesen des Arztes auf. Er soll und darf nichts anderes tun als Leben erhalten, ob es Unglück oder Glück sei, ob es Wert habe oder nicht. Dies geht ihn nichts an. Und maßt er sich einmal an, diese Rücksicht mit in sein Geschäft aufzunehmen, so sind die Folgen unabsehbar. Und der Arzt wird der gefährlichste Mensch im Staate. Denn ist einmal die Linie überschritten, glaubt sich der Arzt einmal berechtigt, über die Notwendigkeit eines Lebens zu entscheiden, so braucht es nur stufenweise Progressionen, um den Unwert und folglich die Unnötigkeit eines Menschenlebens auch auf andere Fälle anzuwenden. Ich habe Ihnen dieses Zitat hier so ausführlich dargelegt, weil es, man könnte fast sagen, in prophetischer Weise die weitere Entwicklung warnend vorhersagt, nämlich, dass in der Tat dann in der Zeit des Nationalsozialismus die Ärzte neben den Juristen zu den gefährlichsten Menschen im Staate geworden sind. Die medizinische Lehrmeinung ging bis zum Ende des 19. Jahrhunderts davon aus, dass Euthanasie nichts mit der Herbeiführung des Todes zu tun haben soll. Mit dem Begriff der Euthanasie wurden bis Ende des 19. Jahrhunderts viel mehr ärztliche Maßnahmen und Einstellungen bezeichnet, die wir heute im Konzept der Palliativmedizin wiederfinden. So heißt es in einem bekannten Handwörterbuch der gesamten Medizin aus dem Jahr 1888. Für den Arzt beginnt die Sorge für die Euthanasie eines Kranken mit dem Moment, wo die Überzeugung von der Erfolglosigkeit jeder weiteren Behandlung feststeht. Alsdann werden alle Maßregeln lediglich von dem Gedanken beherrscht, für Euthanasie zu sorgen, das heißt, die letzten Minuten oder Stunden des Kranken zu erleichtern. Man wird zur Linderung von Schmerzen Narkotika geben, in Dosen vielleicht, die man vorher im Hinblick auf die zu schonende Herzaktion nicht gegeben haben würde. Niemals aber, unter keinen Umständen, dürfen direkt den Tod herbeiführende Mittel verordnet werden. Das war die Position der Ärzteschaft offiziell bis 1890. Der Beginn der modernen Euthanasie-Debatte lässt sich zumindest in Deutschland etwa auf das Jahr 1895 datieren. Die Verschiebung im Begriff der Euthanasie, also der Übergang von der Sterbebegleitung zur Lebensbeendigung, lässt sich jedoch nicht verstehen ohne die geistes- und ideengeschichtlichen Verwerfungen, die mit dem Begriff Sozialdarwinismus bezeichnet werden können und die auch in der Philosophie Friedrich Nietzsches nochmal eine eigene Prägung erhalten haben. Darwins Theorie der Evolution durch Selektion, Stichwort Kampf ums Dasein, verführte dazu, ein biologisch begründetes Bild des Menschen und der Gesellschaft zu entwerfen und biologische Entwicklungsgesetze auf die Fragen von Gesellschaft, Kultur und Zivilisation zu übertragen. Mit der kulturpessimistischen Stimmung des Ferdinand Jäckle, mit der Infragestellung der Vorherrschaft der bürgerlichen Gesellschaft und der drohenden Verelendung großer Bevölkerungsteile im Prozess der Industrialisierung traten jedoch Positionen in den Vordergrund, die die Entartung des Volkskörpers durch ungehinderte Fortpflanzung von als minderwertig definierten Bevölkerungsgruppen befürchteten. Hieraus entwickelten sich dann Konzepte der positiven Auslese und der negativen Ausmerze, Eugenik, das heißt der Förderung von Menschen mit positiven Charakter- und Erbeigenschaften und der Hinderung der Fortpflanzung von Menschen mit als minderwertig definierten Eigenschaften. Und diese Eigenschaften waren im Wesentlichen auch sozial bedingt. Im Rahmen dieses Konzeptes der Rassenhygiene spielten dann auch die
spartanischen Kindestötungen, hatte in der Antike in Sparta nach der Überlieferung missratene Kinder in einen Abgrund geworfen. Und dies wurde von vielen Rassenhygienikern als Vorbild für einen idealen Rassenprozess angesehen, unter anderem auch von Alfred Plötz, dem Nestor der deutschen Rassenhygiene. Zitat: Stellt es sich trotzdem heraus, dass das Neugeborene ein schwächliches oder missgestaltetes Kind ist, so wird ihm von dem Ärztekollegium, das über den Bürgerbrief der Gesellschaft entscheidet, ein sanfter Tod bereitet, sagen wir, durch eine kleine Dose Morphium. Die Eltern, erzogen in strenger Achtung vor dem Wohl der Rasse, überlassen sich nicht längere bellischen Gefühlen, sondern versuchen frisch und fröhlich ein zweites Mal, wenn ihnen dies nach dem Zeugnis über Fortpflanzungsbefähigung erlaubt ist. Zwischen dem Konzept der Rassenhygiene und der Euthanasiedebatte lassen sich gemeinsame Wurzeln im sozialdarwinistischen Denken nachweisen. Der Schritt von der Verhütung zur Vernichtung lebensunwerten Lebens ist zwar nicht notwendig, aber doch zumindest möglich und denkbar, jedenfalls in dem Moment, in dem individuelles menschliches Leben in seinem Kern entwertet, als biologisch minderwertig angesehen und dementsprechend ungleich behandelt wird. Die Rationalisierung der menschlichen Fortpflanzung im Konzept von Eugenik und Rassenhygiene, darüber werden Sie noch hören, eröffnete auch ein Feld der Rationalisierung von menschlichem Leben und Sterben. Philosophisch eingefordert hat dieses Recht auf den Tod bereits Nietzsche in seiner Götzendämmerung aus 1889. Hier heißt es unter der Rubrik Moral für Ärzte: Der Kranke ist ein Parasit der Gesellschaft. In einem gewissen Zustande ist es unanständig, noch länger zu leben. Das Fortvegetieren in feiger Abhängigkeit von Ärzten und Praktiken, nachdem der Sinn vom Leben, das Recht zum Leben verloren gegangen ist, sollte bei der Gesellschaft eine tiefe Verachtung nach sich ziehen, eine neue Verantwortlichkeit schaffen, die des Arztes für alle Fälle, wo das höchste Interesse des Lebens, des aufsteigenden Lebens, das rücksichtsloseste Nieder- und Beiseitedrängen des entarteten Lebens verlangt, auf stolze Art zu sterben, wenn es nicht mehr möglich ist, auf eine stolze Art zu leben. Das war die Botschaft Nietzsches für seine Zeit. Und interessanterweise wurde die Frage der ärztlichen Lebensbeendigung auch in der schönen Literatur diskutiert, zum Beispiel in Theodor Storms Novelle »Ein Bekenntnis«, wo ein Arzt seine an Unterleibskrebs leidende Frau erlöst und dann im Nachhinein tragischerweise erfährt, dass es doch ein Mittel zu ihrer Rettung gegeben hat. In der Diskussion damals hat die Frage der Irrtumsmöglichkeit, also dass die Menschen nicht so unheilbar sind, wie die Ärzte sie eingeschätzt haben, eine große Rolle gespielt. Kommen wir jetzt zu der Diskussion um das Recht auf den Tod. Adolf Joost, 1895, ein Sohn eines praktischen Arztes aus Graz, Philosophiestudent in Göttingen, veröffentlichte eine kleine Schrift mit eben diesem Titel. Derjenige also, der in der Lage ist, in einer unheilbaren, schmerzhaften Krankheit sich dem Leben zu entziehen, ist vielmehr zu rechtfertigen, wenn er sich tötet. Er handelt einfach in Ausübung eines ihm zustehenden Rechtes. Ebenso vollführt jeder, der ihm hiezu Beistand leistet, einen Akt der Humanität und fördert damit auch indirekt den Fortschritt des menschlichen Geschlechts überhaupt. Der Mensch wird hier als souverän über sein Leben, aber auch über seinen Tod anerkannt, und zugleich wird das Recht auf den Tod zu einer Basis für ein gesundes Leben gestützt. Wird diese individuelle Auffassung
vom Recht auf den Tod, dass also jeder über seinen Tod verfügen und ihn herbeiführen kann, durch eine gesellschaftliche Auffassung, nämlich die Möglichkeit, dass durch das Recht auf den Tod ungesunde, Zitat, schädliche, sich selbst zur Last fallende Elemente im Organismus der Gesellschaft beseitigt werden können. Ein natürlicher Abflusskanal ist für diese, also die ungesunden und schädlichen Elemente, unser Todesrecht. Und mit Unrecht hat man diesen Kanal künstlich verstopft. So beklagte es Adolf Joost. So wird das subjektive Recht auf den Tod zu einer moralischen Pflicht zum Sterben für diejenigen, die durch ihr Leiden der Gesellschaft zur Last fallen. Dabei liegt der ethischen Begründung dieses Rechts auf den Tod eine sogenannte natürliche Moral zugrunde, die an utilitaristischen Prinzipien orientiert ist. Wird der Wert des menschlichen Lebens aus seiner eigenen Sicht und aus Sicht der Gesellschaft negativ, so sehnt der Einzelne sich den Tod herbei. Aber warum, so fragt Joost, fordern denn nur so wenige Menschen das Recht auf den Tod? Hier antwortet er, es sind Erziehung und moralischer Druck, die den Kranken beeinflussen, den eigentlich in ihrem Interesse liegenden Wunsch nach dem Tod gar nicht erst zu äußern. Das heißt, Joost möchte mit seiner Schrift nicht nur für die Rechte unheilbar Kranker kämpfen, sondern auch das gesellschaftliche Bewusstsein reformieren. In diesem Sinne ist das Recht auf den Tod nicht nur Ausdruck der sittlichen Autonomie des Einzelnen, sondern er beruht auf der Annahme, dass die unheilbar kranken und hoffnungslos leidenden Menschen für ihre Umgebung psychisch und materiell eine schwere Last darstellen. Eine weitere Motivation der lebensverkürzenden Sterbehilfe ist für Joost das Mitleid. Dies entspringt jedoch nicht einem solidarischen Einfühlen, Empathie in die Situation des Leidenden, sondern ist Ausdruck einer Verachtung, erinnert sei an das Nietzsche-Zitat, die menschliches Leiden nicht durch tätige Hilfe erträglich macht, sondern dieses Leiden um den Preis der Beseitigung des Leidenden selbst aus der Welt schaffen will. So führt Joost die rationale und die gefühlsmäßige Begründung für das Recht auf den Tod zusammen, wenn er sagt, im Falle der unheilbar Kranken aber trifft beides zusammen. Das Mitleid und das Interesse der Gesellschaft fordern den Tod. Und hier nochmal eine Stelle, wo dieses Mitleid nochmal in besonderer Weise hervorgehoben wird. Zitat, wenn wir einen unheilbar Kranken auf seinem Lager und unter unsäglichen Schmerzen sich winden sehen, mit der trostlosen Aussicht auf vielleicht noch monatelanges Siechtum, ohne Hoffnung auf Genesung, wenn wir durch die Räume eines Irrenhauses gehen und es erfüllt uns der Anblick des Tobsüchtigen oder des Paralytikers mit all dem Mitleid, dessen der Mensch fähig ist, dann muss doch trotz allen eingesogenen Vorurteilen, gemeint ist die christliche Religion, der Gedanke in uns rege werden, haben diese Menschen nicht ein Recht auf den Tod, hat nicht die menschliche Gesellschaft die Pflicht, ihnen diesen Tod möglichst schmerzlos zu geben. Sie sehen bereits hier den Übergang von der freiwilligen Euthanasie auf Verlangen des Einzelnen zu der Euthanasie derjenigen Menschen, die als nicht äußerungsfähig, nicht zurechnungsfähig angesehen wurden. Für Joost steht jedoch die Freigabe der Tötung auf Verlangen an erster Stelle seines sozialen Reformprozesses. Und das allgemeine Recht auf den Tod, das auch die Geisteskranken quasi automatisch aufgrund staatlichen Mitleids auslöscht, sollte sich erst entwickeln. Joost schlug dann konkret vor, dass die Diagnose der Unheilbarkeit von einer amtlichen Person als Zeugen niedergelegt werden sollte, die Tötung durch den Arzt in schmerzloser Form mit einer schnell wirkenden Injektion erfolgen sollte. Joosts Publikation blieb zunächst ohne große Resonanz. Es gab dann noch weitere Vorstöße,
wie 1901 die Petition des berginvaliden Richter an den Sächsischen Landtag. Zitat: Wenn ein alter, kranker oder unheilbar dahinsiechender Mensch den Wunsch hat, von seinem Leiden erlöst zu werden, möge auf dessen vor unparteiischen Zeugen festgestellten Wunsch dem Arzte gestattet sein, diesem Wunsche zu willfahren. Zu gleicher Zeit veröffentlichte der Breslauer Oberlandesgerichtsrat Wilutzki in der Zeitschrift Das Recht einen Aufruf zur Erlösung der in hoffnungslosem Todeskampfe Leidenden mit dem Schmerz, mit dem polemischen Vergleich, dem Hunde einen Gnadenstoß, dem Menschen keinen. Dieser Vergleich mit dem Gnadentod für Tiere spielt auch in der heutigen Diskussion immer mal wieder eine Rolle. Doch konnten sich beide Initiativen unter Hinweis auf die Garantenpflicht des Staates für das menschliche Leben sowie das Irrtumsrisiko und das Missbrauchsrisiko nicht durchsetzen. 1913 machte dann Rudolf Gerkan lungenkrank und Mitglied des Monistenbundes in der Zeitschrift einen Gesetzesvorschlag: Wer unheilbar krank ist, hat das Recht auf Sterbehilfe. Ziel der Initiative von Gerkan war es, eine planmäßig energische Propaganda einzuleiten, um einen Schandfleck unserer reifen Kultur zu tilgen und Millionen schwer und zwecklos leidender Menschen Erlösung zu schaffen. Er begründet diesen Appell dann aus seiner persönlichen Sicht: Je mehr ich selber nach der Euthanasie zu schmachten begann, desto intensiver wurde auch der Drang, etwas für meine Schicksalsgefährten zu tun und einen Versuch zu machen, Mitleid und Pflichtbewusstsein der Welt aufzurütteln. Ich bin heute kaum noch imstande, das Konzept zu diesem Brief hinzukritzeln. Die Krankheitsbeschwerden werden immer quälender. Und doch, wenn das Tempo meines Verfalls das gleiche bleibt, werde ich noch viele Monate warten müssen, bis ich endlich als klägliches Gerippe mit Wunder durchgelegener Haut nach langem schweren Leiden sanft entschlafe, das heißt ersticke. Und nebenan ist in der Apotheke für wenige Pfennige das Mittel zu haben, das mir Ruhe und Erlösung schaffen könnte. Doch nein, das ist nichts für mich. Ich bin doch kein Haustier. Ich bin ein Mensch und muss ausharren bis zuletzt, weil das so üblich ist. Doch wozu dieses Leiden, wenn der Jenseitsglaube zerschlagen ist und das menschliche Leben seine Transzendenz verloren hat und zudem noch mit schwerer Last für die Angehörigen verbunden ist. Zitat: Zu all dem gesellt sich noch das peinigende Bewusstsein, dass ich meinen Angehörigen schwer zur Last falle. Wenn auch die Opfer an Zeit, Arbeitskraft und Geld mir gern und mit liebevoller Hingebung gebracht werden, ein schändlicher Schmarotzer bleibe ich darum doch. Welch eine herzzerreißende und dabei doch groteske Energievergeudung, wenn man Aufwand und Erfolg gegeneinander abwägt. Einen Wert hat das menschliche Leben in der Auffassung von Gerkan nur durch die für die Gesellschaft zu erbringende Leistung. Der nicht mehr arbeitsfähige Mensch, und das war die Frage, die die Ärzte in dem Gesetzesvorschlag zu entscheiden hatten, wird als schändlicher Schmarotzer angesehen. Die sich anschließende Debatte über den Vorschlag von Gerkan in der Zeitschrift Der Monistenbund, also einer antikirchlichen, antireligiösen und nach einer einheitlichen Natur- und Weltauffassung suchenden Organisation, die auch mit den Freidenkern zu vergleichen ist, zeigte ein kontroverses Echo. Einige befürworteten den Vorschlag von Gerkan und sahen in dem sinnlosen Leiden eine Energievergeudung. Andere warnten vor Missbrauch, unter anderem eben auch vor der Frage: Würde der Gerkansche Vorschlag verwirklicht werden, so würde die nächste Frage sein, warum denn die Wohltat, die dem Kranken auf dessen ausdrückliches Verlangen zuteil wird, dem versagt werden soll, der dieses Verlangen zu äußern nicht einmal mehr imstande ist.
Von diesem Gesichtspunkt würde mit Recht auf die unheilbar Geisteskranken verwiesen werden, die ohne eigenes Lebensbewusstsein und ohne Gewinn für die Allgemeinheit in den Irrenanstalten ihr Dasein fristen. Und so sollte es dann in der Tat nach dem Ersten Weltkrieg auch kommen. Entscheidend ist hier die epochale Schrift, möchte ich fast sagen, des führenden deutschen Strafrechtlers aus Leipzig, Karl Binding, und des bekannten Psychiaters Alfred Hoche aus Freiburg unter dem Eindruck des verlorenen Ersten Weltkriegs geschrieben wurden. Hier Begriffe geprägt, die den weiteren Verlauf der medizinischen und juristischen Diskussion entscheidend prägen sollten. Zugleich ist eine Akzentverschiebung zu beobachten für die Definition des lebensunwerten Lebens und der Bedingungen, unter denen die Vernichtung freigegeben werden soll, steht nicht mehr das Selbstbestimmungsrecht des Menschen an erster Stelle der Argumentation, sondern das staatliche Interesse an der Erhaltung oder Beseitigung des wertvollen bzw. des unwerten Lebens. Für Binding ist der Mensch zwar der Geborene souverän über sein Leben, aber er darf nur insoweit über dieses Leben entscheiden, insoweit es gesellschaftlich nützlich oder gesellschaftlich schädlich ist, sich dem Staat oder dem Staat lebenskräftige Leben zu entziehen, ist verwerflich. Sich umzubringen, weil man dem Staat nichts mehr nutzt, hingegen erlaubt und erwünscht. Auf dieser rechtspolitischen Linie liegt auch Bindings Rechtfertigung der Euthanasie. Und hier geht es zunächst mal um die reine Euthanasie, die er als unverbotenes Heilwerk ansieht, bei dem es auf die Einwilligung des gequälten Kranken gar nicht ankomme. Da wird einfach nur die quälende Todesursache durch eine schmerzlose andere ersetzt, indem der Arzt den Kranken tötet. Und diese Tat ist aus der Sicht Bindings überhaupt kein Tötungsdelikt. Nur ein Pedant könne die mit der Euthanasie verbundene Verkürzung des Lebens als beachtlich ansehen. Hingegen erfordert die weitere Vernichtung lebensunwerten Lebens eine Gesetzesänderung. Und hier ist die Frage von entscheidender Bedeutung. Gibt es Menschen, die so stark die Eigenschaft des Rechtsgutes eingebüßt haben, dass ihre Fortdauer für die Lebensträger wie für die Gesellschaft allen Wert verloren hat? Diese Frage beantwortet sich für Binding angesichts der Vergeudung an Arbeitskraft, Geduld und Vermögen, die für die Erhaltung lebensunwerten Lebens aufgewendet werden, von selbst. Von daher müsse der Staat mit kühl rechnender Logik auf den vollen Strafrechtsschutz für das lebensunwerte Leben verzichten und dessen Vernichtung freigeben, eine Forderung, die gefühlsmäßig durch die Empfindung der Erlösung, die mit der Tötung verbunden sein müsse, gestützt werde. Und so unterscheidet Binding drei Gruppen, für die die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens in Frage kommt. Zunächst mal die zufolge Krankheit oder Verwundung unrettbar Verlorenen, die im vollen Verständnis ihrer Lage den dringenden Wunsch nach Erlösung besitzen. Hier ist die Freigabe der Tötung eine Pflicht gesetzlichen Mitleids, denn das lebensunwerte Leben ist nicht nur eine Last für den Kranken selbst, sondern auch für die Gesellschaft. Im Zweifelsfall kommt es auf die ausdrückliche Erklärung des Wunsches gar nicht an. Es reiche, wenn der Betroffene ihn in irgendeiner Weise zu erkennen gegeben hat. Die zweite Gruppe betrifft die unheilbar Blödsinnigen, die aus dem staatlichen Lebensschutz förmlich herausdefiniert werden, indem ihnen jeglicher Lebenswille abgesprochen wird. Zitat: Sie haben weder den Willen zu leben noch zu sterben. So gibt es ihrerseits keine beachtliche Einwilligung in die Tötung, andererseits stößt diese auf keinen Lebenswillen, der gebrochen werden müsste. Diese Stelle ist
für die Legitimation der Krankenmorde im Nationalsozialismus durch die beteiligten Ärzte bis in die Nachkriegszeit von entscheidender Bedeutung gewesen. Der Bundesgerichtshof hat diese Frage noch 1960 in einer Revisionsentscheidung zu einer Beweisfrage gemacht. Das Verfahren gegen den bayerischen Gesundheitsdezernenten Schulze ist dann allerdings nie zum Abschluss gekommen. Bei den unheilbar Blödsinnigen wird zudem bei Binding noch an tiefwurzelnde Gefühle appelliert. Die unheilbar Blödsinnigen sind für Binding nämlich das furchtbare Gegenbild echter Menschen, die fast in jedem Entsetzen erwecken, der ihnen begegnet. Die dritte Gruppe sind die Bewusstlosen, die zu namenlosem Elend erwachen würden. Und hier reicht für Binding das unterstellte Todesverlangen aus, um die Tötung zu rechtfertigen. Insgesamt läuft die juristische Argumentation Bindings darauf hinaus, den strafrechtlichen Schutz des menschlichen Lebens an die Kategorien des Lebenswertes zu binden, die sich wiederum am Nutzen des Einzellebens für die Gesellschaft orientieren. Der Freiburger Psychiater Alfred Hoche konzentrierte sich in seinen ärztlichen Bemerkungen dann auf die Gruppe der unheilbar Blödsinnigen, bei denen auch nach Hoche die Fortdauer des Lebens weder für sie selbst noch für die Gesellschaft einen Wert besitzt. Er nennt sie Zustände geistigen Todes und unterscheidet dabei die angeborenen von den erworbenen Formen, also kindliche Formen geistiger Behinderung, von später erworbenen Zuständen der Demenz oder der Schizophrenie. Für die erworbenen Zustände könne allenfalls noch ein gewisser Affektionswert geltend gemacht werden. Dies gelte jedoch für die angeborenen Zustände geistigen Todes nicht. Gerade die Pflege der Vollidioten bei nur gering eingeschätzter Lebenserwartung erfordere ein ungeheures Kapital in Form von Nahrungsmitteln, Kleidung und Heizung, das dem Nationalvermögen zu einem unproduktiven Zweck entzogen werde. Dieser Umstand wiederum lässt die von Hoche als leere Menschenhülsen bezeichneten Menschen zu reinen Ballastexistenzen werden. Auch ein Begriff, der dann für die Propaganda und für die Rechtfertigung der Krankenmorde im Nationalsozialismus eine große Rolle gespielt hat. Die geistig Toten werden für Hoche im Sinne einer negativen Anthropologie definiert. Sie zeichnen sich aus durch das Fehlen irgendwelcher produktiver Leistungen, völlige Hilflosigkeit mit der Notwendigkeit der Versorgung durch Dritte und Mangel an Gefühlsbeziehung zur Umgebung. Sie werden zu einem Fremdkörper im Gefüge der Gesellschaft und sie stehen auf einem intellektuellen Niveau tief unten in der Tierreihe. Wenn man sich diese negative Anthropologie von Hoche anschaut und vergleicht mit der Definition für personales Leben bei Singer, so ergeben sich zwar keine Gleichsetzungen, aber doch gewisse bedenkliche Parallelen. Singer definiert ja personales Leben durch Selbstbewusstsein, Autonomie und Rationalität. Und sein Argument, warum nur personales Leben ein vollständiges Recht auf Leben hat, Rechtfertigung der Euthanasie für behinderte Neugeborene, ähnelt dann auch wiederum der Argumentation von Hoche. Ein geistig Toter ist somit auch nicht imstande, innerlich einen subjektiven Anspruch auf Leben erheben zu können, ebenso wenig wie er irgendwelcher anderer geistiger Prozesse fähig wäre. Also das Recht auf Leben hängt daran, dass ein Mensch einen Anspruch auf Leben erheben kann. Es ist kein Recht, was ihm durch seine Zugehörigkeit zur Gattung der Menschen als solche zukommt. Insgesamt läuft die Argumentation von Hoche
darauf hinaus, dass wir vielleicht eines Tages zu der Auffassung heranreifen, dass die Beseitigung der geistig völlig Toten kein Verbrechen, keine unmoralische Handlung, keine gefühlsmäßige Rohheit, sondern einen erlaubten, nützlichen Akt darstellt. Die menschliche Einzelexistenz hat für Binding und Hoche auch angesichts der Grausamkeiten und der Menschenverluste im Ersten Weltkrieg ihren Wert verloren und sie stellen gegenüber das Schlachtfeld bedeckt mit tausenden toter Jugend und den dahinsiechenden Patienten in den Heil- und Pflegeanstalten, die angeblich künstlich am Leben erhalten wurden. In Wahrheit sind sie verhungert. In dieser krisenhaft zugespitzten Situation nach dem Ersten Weltkrieg, so die Prophezeiung von Hoche, soll das Bewusstsein einer höheren Sittlichkeit reifen, die den überspannten Humanitätsbegriff und die Überschätzung des Wertes der Einzelexistenz überwindet. Binding starb kurz nach Drucklegung des Werkes. Hoche zog sich zur Zeit des Nationalsozialismus aus einer wissenschaftlichen Tätigkeit zurück und soll sich gegenüber den kranken Morden abfällig geäußert haben. Gleichwohl lässt sich auch noch in den 20er Jahren nachweisen, dass er an der Vernichtung lebensunwerten Lebens festgehalten hat. Die Schrift von Binding und Hoche ist entscheidend für die Enttabuisierung des Tötens als einer medizinischen Handlung und sie ist verbunden mit einem biologisch-naturwissenschaftlichen Deutungsanspruch über defizitäres menschliches Leben mit dem prägenden Begriff des lebensunwerten Lebens. Für die geistig Toten gilt, dass sie aus der Gesellschaft, aus der Gemeinschaft, aus dem Lebensrecht heraus definiert werden, sodass ihre staatlich verordnete Tötung nur allzu logisch und konsequent erscheint. Die Schrift von Binding und Hoche zeitigte in der Weimarer Republik dann ein sehr zwiespältiges Echo. Der Tübinger Psychiater Robert Gaub sah in ihr ein rechtes Kind unserer zwiespältigen Zeit. Und auch der Rassenhygieniker Fritz Lenz hob hervor, dass es wichtig sei, dass sich führende deutsche Wissenschaftler der Bedeutungslosigkeit der Einzelexistenz gemessen an den Interessen des Ganzen bewusst würden. In der praktischen Psychiatrie gab es auch eine kontroverse Diskussion über die Vorschläge von Binding und Hoche, zum Beispiel in der Dresdner Forensisch-Psychiatrischen Vereinigung, referierte Hans Hähnel unter dem Titel »Darf der Arzt töten?« und rechtfertigte sowohl die Tötung auf Verlangen als auch die Tötung der unheilbar Blödsinnigen. Erhielt hierauf jedoch einigen Widerspruch. Kritische Stellungnahmen gab es auch in verschiedenen psychiatrisch-neurologischen Zeitschriften. So betont Johannes Bressler die Rechtsfähigkeit der unheilbar Blödsinnigen, die sehr wohl, und das ist gegen Binding gesagt, einen subjektiven Anspruch auf Leben erheben und warnt vor der Belastung des Rechtslebens und des natürlichen Empfindens der Menschen durch ein Freigabegesetz. Auch in der Ärzteschaft insgesamt war das Echo geteilt. Manche Medizinalbeamte wie F. Strassmann machten sich die Straffreiheit der Tötung auf Verlangen bei lebensunwerten Leben zu eigen, wendeten sich jedoch gegen die amtliche Organisation der Tötung und vor allem gegen die Beseitigung der Vollidioten nach staatlicher Genehmigung. Der Karlsruher Ärztetag lehnte 1921 die Vorschläge von Binding und Hoche fast einhellig ab. Auch unter den Juristen fand die Schrift von Binding und Hoche ein geteiltes Echo. Auf der einen Seite stand der
Berliner Kammergerichtsrat Karl Klee, der noch über die Forderung nach Freigabe der staatlichen Verlichtung nicht nur der geistig Toten, unheilbar Kranken als passiv schädliche Glieder des Gemeinwesens hinausgehen, sondern auch die aktiv schädlichen Mitglieder der Gesellschaft, die unverbesserlichen Verbrecher, in das Konzept der Vernichtung lebensunwerten Lebens im Sinne einer zweckbewussten sozialhygienischen Maßnahme einbezogen wissen wollte. Es gab dann einen konkreten Gesetzesvorschlag des Liegnitzer Stadtsrates Borchert, dem jedoch an prominenter Stelle vom Senatspräsidenten am Reichsgericht und Oberreichsanwalt Ludwig Ebermeier widersprochen wurde. Ebermeier sieht im Gegensatz zur Freigabe der Tötung auf Verlangen bei unheilbar Kranken oder Sterbenden Gefühl und Rechtsempfinden dann verletzt, wenn die Einwilligung zur Tötung nicht vorliegt und Dritte über das Sein und Nichtsein eines Menschen entscheiden. Gleichwohl hielt auch Ebermeier die Straffreiheit der Tötung auf Verlangen bei unheilbarer Erkrankung für beachtenswert. Insgesamt setzte sich die Position Bindings in der herrschenden juristischen Meinung nicht durch und wurde in Strafrechtskommentaren eher in Fußnoten erwähnt. Die Rechtslage hat sich in der Weimarer Republik nicht verändert, obwohl es intensive Bemühungen um eine Strafrechtsreform gegeben hat. Der Strafrahmen des Paragraphen 216 Tötung auf Verlangen wurde als wesentlich zu hoch angesehen und man wollte hier eine Strafminderung erreichen. Insgesamt blieb die Praxis ärztlicher Sterbehilfe in der Weimarer Republik in einer rechtlichen Grauzone, in der unklar war, wo die Grenze zwischen erlaubter Bekämpfung von Schmerzen und verbotener Tötung verläuft. Auch der ärztlich assistierte Suizid wurde kontrovers diskutiert und aber in jedem Falle standesrechtlich abgelehnt. Die ausführlichste Auseinandersetzung mit den Forderungen von Binding und Hoche stammt von Ewald Melzer, 1925 Direktor einer Einrichtung für geistig behinderte Kinder in Sachsen. Melzer schloss sich der Forderung von Binding bezüglich der Tötung auf Verlangen an, argumentierte aber vehement gegen die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens und hob den sozialen Sinn der Idiotenpflege gegen den Vorwurf der Verschwendung von Volksvermögen hervor und argumentierte auch mit dem subjektiven Empfinden der Kinder. Die meisten fühlen sich jedenfalls glücklich und würden sich gegen eine Beendigung ihres Glücksgefühls durch Tötung sehr energisch sträuben. Melzer führte dann 1920 unter dem Eindruck der Schrift von Binding und Hoche und auch zustimmender Äußerung von Theologen interessanterweise eine Umfrage unter den Eltern der Bewohner seiner Einrichtung durch mit der Frage, ob sie einer schmerzlosen Lebensabkürzung ihrer Kinder zustimmen würden. Von 162 zurückgesandten Fragebögen beantworteten 119 die gestellte Frage mit Ja und nur 43 mit Nein. Auffallend ist, dass bei den zustimmenden Antworten ökonomische Gründe für die Erlösung der Kinder eine große Rolle spielen. Der Brief eines Bergarbeiters bringt dies unverhohlen zum Ausdruck. Sind diese geistig Toten, Bezug auf Hoche, nicht eine Last für Staat und Gesellschaft, sowohl als auch für die Angehörigen? Als Gegenposition sei hier nur hervorgehoben die Haltung einer Mutter. Ich würde auf keinen Fall zugeben, dass man gegen das Leben meines Sohnes etwas unternimmt. Er hat meiner Überzeugung genauso viel Berechtigung zu leben wie jeder andere Mensch und ich würde nie vor meinem Gewissen Ruhe finden. Melzer weist mit Recht darauf hin, dass viele Antworten durch die unmittelbare materielle Not nach dem Ende des Ersten Weltkrieges beeinflusst waren. Und so muss die Intensität der Debatte um die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens auch vor dem Hintergrund der ungesicherten, fragilen sozioökonomischen Situation der frühen Weimarer Republik
gesehen werden. Wichtig in der Weimarer Republik ist auch noch die Diskussion um die Neugeborenen- oder Kindereuthanasie zu nennen, die als ein Einfallstor für die Ausweitung des Euthanasie-Postulats angesehen werden kann. Eine Forderung, die interessanterweise auch in sozialdemokratischen Kreisen Verbreitung fand, so schrieb die bekannte Publizistin Oda Ohlberg in ihrer Arbeit Entartung, in ihrer Kulturbedingtheit, wenn wir uns sicher wären, dass die Achtung vor dem wirklichen Menschenleben tief und fest in uns wurzelte, dann würden wir auch den Mut der Verantwortung in uns fühlen, dem missgestalteten Neugeborenen das Dasein zu ersparen, dem das Ende herbeisehenden Krebskranken sein Sehen zu erfüllen, dem Irren den langen, qualvollen Weg zur Ruhe abzukürzen. So wurde die Euthanasie eingebunden in ein umfassendes Erlösungskonzept, nicht nur der Verhütung, sondern auch der Vernichtung lebensunwerten Lebens. Die Debatte erreichte dann mit der Weltwirtschaftskrise 1929 und der Massenarbeitslosigkeit sowie der Notwendigkeit einschneidender Sparmaßnahmen eine neue Dimension, und Melzer beschreibt die Situation 1932: So schwer lastet die Not der Zeit auf unserem deutschen Volke. Das uralte, in Zeiten der Not immer wieder aus der Versenkung auftauchende Problem war in den letzten Jahren etwas zur Ruhe gekommen. Aber die Frage tritt heute schärfer denn je hervor, bestimmte Antworten heischend an uns heran, genau wie damals in den Jahren der Lebensmittelknappheit im Krieg und in der ersten Nachkriegszeit. Es wird spürbar, dass Melzers Position, der ja für das Lebensrecht seiner in Anführungsstrichen idiotischen Kinder gekämpft hat, in eine Defensivposition geraten ist und nur dadurch gehalten werden konnte, dass er konsequent für die rassenhygienische Sterilisierung als Verhütungsinstrument eingetreten ist. Mit der Weltwirtschaftskrise setzte eine massive Sparpolitik in der Anstaltspsychiatrie ein und brachte für die Fürsorge behinderter Menschen einschneidende Veränderungen. Die Reformen der Psychiatrie, Frühentlassung, offene Fürsorge, ambulante Betreuung wurden weitgehend eingestellt. Pflegepersonal und Ärzte mussten immer mehr Kranke versorgen. Unterbringung, Pflege und Beköstigung verschlechterten sich. Eine Entwicklung, die nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten sich in verhängnisvoller Weise fortsetzte. In dieser Situation beschrieb der Psychiater Berthold Kien, später Gutachter der NS-Euthanasie, die immensen Fürsorgekosten für Geisteskranke und Schwachsinnige und diskutierte die Frage, ob nicht durch Preisgabe lebensunwerten Lebens unser Volk von einem großen Teil solcher Ballastexistenzen befreit werden könne. Und er rechtfertigt das ökonomische Argument der Lebensvernichtung folgendermaßen: Es ist denn doch etwas anderes, ob die Allgemeinheit Pensionisten und alte Leute miterhält, die in früheren Jahren ihr Teil geleistet haben und die das Los des Altwerdens mit uns allen teilen, oder ob der Staat Existenzen mit sich fortschleppt, die eigentlich nie etwas anderes getan haben, als gegessen, geschrien, Wäsche zerrissen und das Bett beschmutzt. Unter diesen verschärften ökonomischen Bedingungen lässt sich auch eine veränderte Einstellung der Psychiater zu ihren Patienten beobachten, die nun nicht mehr als anvertraute Menschen angesehen werden, sondern als Existenzen, die es eigentlich gar nicht geben sollte. Auf der einen Seite stand die Sterilisierung zur Verhütung der Entstehung dieser Menschen, auf der anderen Seite auch die Option der Vernichtung lebensunwerten Lebens am Horizont der deutschen Psychiatrie. Und wir haben in Krankenakten aus den 30er Jahren der Heil- und Pflegeanstalt Wiesloch Einträge gefunden, die auch ganz konkret auf das Konzept des lebensunwerten Lebens Bezug nehmen. So heißt es
über die 32-jährige Adelheid B., Tochter eines jüdischen Rechtsanwaltes aus Konstanz, seit ihrem fünften oder dritten Lebensjahr an einer Entwicklungsverzögerung, geistigen Behinderung leidend und befand sich lange in Anstaltspflege, weiterhin entsetzlich schwierig und störend, lebensunwertes Leben. Und dann weiter, nichts Neues, hat alle Wochen irgendeine Verletzung oder Eiterung, überlebt aber jedes Malheur, tierischer als ein Tier. Dann der Vermerk, den man aus den Krankenakten der Opfer der Aktion T4 kennt, wird heute unverändert in eine außerbadische Anstalt abtransportiert. Gemeint ist die Tötungsanstalt Grafeneck in Württemberg. Über die 47-jährige Helene N. heißt es ähnlich: weiter so, geistig tot. Das Krankenblatt sollte abgeschlossen werden, da sich auch in Zukunft nichts ändern wird. Der einzige Eintrag, der sich noch lohnt, ist die Notiz des Sterbedatums. So viel zur konkreten Wirkung der prägenden Begriffe des lebensunwerten Lebens von Binding und Hoche. Im Nationalsozialismus selbst wurde trotz relativ eindeutiger befürwortender Stellungnahmen von Adolf Hitler keine explizite Propaganda für die Euthanasie betrieben. Hitler hatte zwar 1929 auf dem Nürnberger Reichsparteitag gesagt, würde Deutschland jährlich 1 Million Kinder bekommen und zugleich 700.000 bis 800.000 der Schwächsten beseitigen, dann würde am Ende das Ergebnis vielleicht sogar eine Kräftesteigerung sein. Es gab dann, eine intensive Propaganda gegen Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen, geistigen Behinderungen. Hier ein Beispiel: dieser Pfleger, ein gesunder, kraftvoller Mensch, ist nur dazu da, diesen einen gemeingefährlichen Irren zu betreuen. Müssen wir uns dieses Bildes nicht schämen? Hier wird die Vernichtung lebensunwerten Lebens implizit transportiert. Und ein Hauptargument war eben auch ökonomischer Art. Man stellte auch in Schulaufgaben, Ausstellungstafeln, in verschiedenen Zeitschriften, populären Zeitschriften wie Volk und Rasse, die Kosten für die Minderwertigen, die der Staat aufwenden müsse, den Kosten gegenüber dem Einkommen gegenüber, das Arbeiter, Angestellte und Beamte erhielten, und propagierte das Bild, dass die Geisteskranken in Schlössern gepflegt und künstlich am Leben erhalten würden, während der arme deutsche Arbeiter seine Familie nur recht und schlecht ernähren könne. Hitlers Vorstellung war die Euthanasie dann erst während des geplanten Krieges aufzugreifen, da er das deutsche Volk erstens noch nicht für reif ansah, die Euthanasie durchzuführen, und insbesondere auch kirchliche Proteste und Widerstand fürchtete. Erst wenn die Kirchen ausgeschaltet wären, sollte das nationalsozialistische Euthanasieprogramm seine gesetzliche Regelung finden. Und so wurden die nationalsozialistischen Euthanasieaktionen nicht offen propagiert, sondern im Kontext des Krieges heimlich durchgeführt, die Angehörigen getäuscht und hinters Licht geführt. Auch das werden Sie alles noch hören. Gleichwohl versuchte man, die Bevölkerung durch Propagandafilme auf die Euthanasie vorbereiten. Hier ein unveröffentlichter Film, Dasein ohne Leben, aus 1942.
ist es nicht die Pflicht derer, die es angeht, den Unmündigen, und das sind die Vollidioten und unheilbar Geisteskranken, zu ihrem Recht zu verhelfen? Ist es nicht heilige Forderung der Barmherzigkeit, erlöst die denen ihr nicht helfen könnt? Aber es ist natürlich und im Sinne einer höheren Sittlichkeit untragbar, wenn ganze Generationen junger, gesunder Menschen in der Pflege und Bewahrung unheilbarer Irrer und Idioten dahin altern. Interessant ist hier, dass dieser Film Dasein ohne Leben genau die Terminologie von Binding und Hoche aufnimmt. Bei Hoche hieß es: Es ist eine peinliche Vorstellung, dass ganze Generationen von Pflegern neben diesen leeren Menschenhülsen dahin altern. Diese Filme wollte man Multiplikatoren der NS-Propaganda zeigen, also nicht der allgemeinen Bevölkerung. Für die allgemeine Bevölkerung war der Film Ich klage angedacht, der ja ein mit bedeutenden, beliebten Schauspielern und Schauspielerinnen besetzt, ein großer Kinoerfolg für, der verknüpft das Einzelschicksal einer an Multiple Sklerose leidender Arztehefrau, die dann von ihrem Mann erlöst wird, mit dem Schicksal eines Kindes, das an einer Hirnhautentzündung litt, gerettet werden konnte und dann in einer Nervenheilanstalt sein Dasein fristen muss. Auch hier die Frage der Mutter: Könnt ihr nicht helfen? Gerade diese Verknüpfung des individuellen Einzelschicksals, Tötung auf Verlangen, mit der Gruppe derjenigen Menschen, die sich nicht äußern können, des lebensunwerten Lebens, war der entscheidende Propagandatrick, mit dem man die Bevölkerung auf die Euthanasie-Aktionen einstimmen wollte, ohne sie öffentlich zuzugeben. Damit möchte ich zum Schluss kommen. Ziel meines Vortrags war, Ihnen zu zeigen, in welchem Verhältnis die Debatte um die Vernichtung lebensunwerten Lebens, die Debatte um Euthanasie und ärztliche Erlösung von unheilbar kranken Menschen mit den Krankenmorden im Nationalsozialismus steht. Dies ist kein notwendiges Verhältnis, das heißt, die Krankenmorde im Nationalsozialismus sind unter den spezifischen Herrschaftsbedingungen des nationalsozialistischen Staates realisiert worden, insbesondere durch die Existenz parastaatlicher Geheimorganisationen sind sie ermöglicht worden, und sie sind auch nur möglich gewesen unter den besonderen Bedingungen des nationalsozialistischen Vernichtungskrieges, insbesondere gegen Polen und in der Sowjetunion. Auch dort haben ja Krankenmorde unvorstellbaren Ausmaßes stattgefunden. Der zweite wichtige Punkt, den ich in meinem Vortrag deutlich machen wollte, ist, dass die Frage der Selbstbestimmung, also die Freigabe der Tötung auf Verlangen, die ärztliche Erlösung von Menschen, die aufgrund einer unheilbaren Erkrankung nicht mehr leben wollen, verknüpft ist mit der Frage, welches Leben hat welchen Wert, damit notwendigerweise mit der Frage des lebensunwerten Lebens. Und wenn über lebensunwertes Leben gesprochen wird, so hat das nicht nur eine subjektive Komponente, dass der Betroffene selber über lebenswert und lebensunwert entscheidet, sondern immer auch eine gesellschaftliche Komponente, welches Leben denn welche Chancen in der Gesellschaft hat und welche Möglichkeiten von Fürsorge und Hilfe gegeben werden. In der Weimarer Republik jedenfalls hat die Selbstbestimmung keine stabile Grenze dargestellt von der freiwilligen Euthanasie zur nicht freiwilligen Euthanasie, das heißt zur Tötung von Menschen, die diesen Todeswunsch gar nicht geäußert haben, über.
zu gehen. Und schließlich ist mir noch wichtig, deutlich zu machen, dass sich hinter dem Mitleid erheischenden Einzelfällen, davon haben Sie in meinem Vortrag viele historische Beispiele gehört, aber sie werden natürlich auch in den Medien und in den Pro-Euthanasie-Publikationen immer wieder solche anrührenden Einzelbeispiele hören, dass sich hinter dieser Frage des Mitleids doch auch eine Ökonomie, ein tödliches Kalkül der Erlösung verbirgt und dass die Debatte, und das zeigt sich in der Weimarer Republik ganz besonders deutlich, sehr stark davon abhängt, wie die sozioökonomische Situation ist. Die Debatte radikalisiert und verschärft sich jeweils mit der Situation nach dem Ersten Weltkrieg und mit der Weltwirtschaftskrise und den Sparmaßnahmen 1929. Das sollte uns auch für unsere heutige Debatte zu denken geben. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.